Sprachwissenschaftler der Universität Freiburg dokumentieren zusammen mit Kollegen der Universitäten Uppsala in Schweden und Syktyvkar in Russland bedrohte Sprachen. Ein Dialekt aus dem äußersten Nordosten Europas steht im Zentrum des Interesses. Die Forschenden haben eine Datenbank mit Texten sogenannter Komi-Dialekte erstellt, die in der Region um die Barentssee gesprochen werden. Nur noch wenige tausend Menschen sprechen Komi-Dialekte, weil die Erwachsenen sie selten an ihre Kinder weitergeben. Wie das auch im Fall von anderen Dialekten der Fall ist, finden die Eltern oft, dass es nicht so positiv ist, mit den Kindern Dialekt zu sprechen. Es ist stigmatisiert möglicherweise. Und sie möchten gerne, dass die Kinder besser angesehen werden in der Majoritätsgesellschaft, sprechen dann diesen Dialekt nicht mehr. Das haben wir zum Beispiel im Fall der deutschen Dialekte so, Alemannisch oder Niederdeutsch, Plattdeutsch. Und in unserem Fall ist es so, dass sogar die Hauptsprache oder die Standardsprache Komi eigentlich bedroht ist, auszusterben. Und so haben wir eigentlich den Fall, dass wir eine bedrohte Variante einer bedrohten Sprache untersuchen. Die untersuchten Komi-Dialekte werden im Siedlungsgebiet der sogenannten Komi-Ischmensen gesprochen. Von Berlin ist dieses Gebiet über 4000 Kilometer entfernt. In der dünn besiedelten Taiga- und Tundra-Region ist man auf Hubschrauber angewiesen. Wenn die Flüsse nicht zugefroren sind, dienen auch Schiffe und Boote als Transportmittel. Im Winter sind Schlitten allgegenwärtig. In den Komi-Dörfern bitten die Wissenschaftler die Bewohner, in ihrem Dialekt von sich zu erzählen. Das geschieht sehr oft in der Wohnung. Kösta Petra Tukorbara Uim Same Kutun Metja Kutun Sorbokas Medbar Kerkas. Manchmal auch am Arbeitsplatz. Wir erkundigen uns vorher so ein bisschen, was die Leute tun, wo sie arbeiten, und dann versuchen wir auch oft ein bisschen darauf einzugehen. Also zum Beispiel jemand, der Rentierschlitten baut, dann versuchen wir auch darauf zu kommen in unserem Interview und danach zu fragen und auch ein bisschen Terminologie zu bekommen, wie heißen die einzelnen Teile und wie wird es benutzt. In der Richtung versuchen wir, unsere Aufnahmen anzusiedeln. Folklore und Brauchtum sind für die Menschen in den Komi-Dörfern ebenso wichtig wie für die Sprachforschung. Die Folklore oder Brauchtum hat mit dem Verschwinden der Dialekte ganz viel zu tun. Was ich sehe, ist, dass die Eltern mit ihren Kindern den Dialekt nicht mehr sprechen, sondern lieber Russisch. Deswegen verschwindet die Sprache oder der Dialekt aus diesen Gebieten, wo wir arbeiten. Und ich glaube, sie kompensieren die Sprache mit der Folklore. Ich glaube, die Folklore wird sogar stärker, auch bei den Jüngeren. Und damit markieren sie ihre Identität als jemand, der zu dieser Gruppe gehört. Es scheint mir so zu sein, dass das sogar zunimmt, dass man lernt, wie man diese traditionelle Kleidung näht und wo man sie anzieht. Wenn man unsere Aufnahmen vergleicht und Aufnahmen, die vielleicht gemacht wurden in Dokumentarfilmen, vielleicht vor 20 oder 30 Jahren, ganz eindeutig sieht man einen Unterschied, dass es immer stärker jetzt wird, dieser Folklore-Charakter. Die Komi-Sprache ist mit dem Russischen nicht verwandt. Komi bildet gemeinsam mit dem Finnischen und dem Ungarischen eine eigene Sprachfamilie. Für gut 200.000 Menschen ist Komi noch die Muttersprache. Ziel der Feldforschung war eine große Datenbank, die jetzt zum Abschluss gebracht worden ist. Dort finden Linguisten fast 200 Videos mit Dialektsprechenden, kombiniert mit den transkribierten Texten. So lässt sich jeder Text den Umständen zuordnen, unter denen er gewonnen wurde. Nach der Gewinnung der Texte geht es in der Fortsetzung des Projekts an die Auswertung. Der Arbeitsplatz der Linguisten ist jetzt der Computer. Dort sollen die Sprachvarietäten in ein Verhältnis zur Komi-Hochsprache und anderen Sprachen gesetzt werden.